Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Benjamin Blümchen. Heute stellen wir euch das Spiel zum Film vor. Wer war im Film? Ich! Und wer war nicht im Film? Papa. Und wie hat es dir gefallen? Gut. Warst du allein im Kino? Nee. Wer war dabei? Oma und Opa. Viele Grüße an Oma und Opa. Wer hatte Angst? Oma. Oma hatte Angst vor dem Film. Hast du getröstet? Nein. Nein? Ist sie rausgegangen? Nein. Nein, okay. Oma, der ist gar nicht so schlimm, der Film. Wenn nicht, schaust du nochmal an mit der Alina, oder? Die Alina hatte ja gar keine Angst. Nein. Nee, ich schau ihn, wenn mal mit dir nochmal an. Oder ich schau ihn an. Genau, ein Kinderspiel ab 3 Jahren. Wenn du ihn ausschaust mit mir. Auf jeden Fall. 2 bis 4 Spieler, 15 Minuten. Wir zeigen euch das Ganze spielerisch. Es ist ein einfaches Kinderspiel. Und zwar, Moment, Alina. Ich muss kurz zeigen. Hier ist ein Kugel drin. Und jetzt wird geschüttelt. So, und jetzt wird in dem Fall, wie heißt denn der Affe? Alfred Affe. Alfred Affe, der wird jetzt einfach irgendeine Blume reingesteckt in dem Fall. So, und? Oh, was passiert jetzt? Die Carla Kolumna geht eins vor. Frau Zack. Frau Zack geht eins vor. Die will nämlich dorthin. Und wenn sie das schafft, in dem Fall, dann hat sie gewonnen. Wenn aber Benjamin da ist, dann hat er gewonnen. Also wir haben gewonnen. Aber Alina, wir gewinnen doch automatisch. Schau mal, wie weit das ist. Wir können ja ein bisschen weiter zurückgehen. Kann man machen, ist eine Variante. Aber ich kann auch hier. Aber habt ihr gesehen, da sind nur 2 Kugeln drin. Und schaut mal, wie viele Löcher das sind. Das heißt, du bist schon, Papi, sind du schon musst würfeln. Würfeln muss man. Ich habe aber hier reingesetzt. Ich habe hier reingesetzt und ist auch nichts passiert. Du musst echt mal würfeln. Habe ich? Ja, würfeln müssen wir, weil die Alina das immer auf der Rückseite spielt. Auf der Rückseite sind Linien. So, jetzt bist du dran, Alina. Du kannst auch würfeln, wenn du willst. Und, was ist das? Benjamin geht eins weiter. Jetzt wird das rausgemacht und natürlich wieder geschüttelt. So, wer fängt an? Ich. Oh, wenn du mit Papa spielst, dann verlieren wir. Du bist dran. Du kannst würfeln, man braucht nicht würfeln. Auf der Seite braucht man gar nicht würfeln. Auf der Rückseite sind Linien. Zwischen den Blumen, dann würfelt ihr die entsprechende Richtung. Ah, das klappt auch nicht, aber schau mal, hier ist es, glaube ich. Oh oh. Ich habe noch am weiten Weg. Ja, wir haben noch einen weiten Weg, aber auch wieder nichts. So, wir zeigen euch auf jeden Fall noch ein paar Sequenzen. Jetzt muss ich mir natürlich auch merken, welche Blumen das waren. Ja, die Alina hat es geschafft. Benjamin, weil wir haben auch vorher nicht geschüttelt. Doch, wir haben geschüttelt. Und jetzt schütteln wir nochmal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im Fazit wieder. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, ist doch sehr hoch. Weil die startet ganz hinten. Bis gleich. So, Alina, das war Benjamin Blümchen. Und wie ist das Spiel? Ehrliche Meinung. Die Zuschauer wollen die ehrliche Meinung hören. Wie hat es dir gefallen? Erstmal sagst du es. Ich sag's, mir hat's gar nicht gefallen. Also, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen mehr Spiel. Ja, ich auch. Es ist ab 3. Okay, es muss ein einfaches Spiel sein. Aber es hat irgendwie gar keinen Spaß gemacht. Und wir haben jetzt schon etwas Spielerfahrung. Auch was die Anfängerspiele angeht. Aber das war irgendwie ein bisschen doof, oder? Mhm. Hättest du dir ein anderes Spiel da erwartet? Bisschen schon, oder? Mhm. Ja, also Alina ist schon ein bisschen traurig. Wir hätten uns ein bisschen anderes Spiel erwartet. Weil wo das die Alina gesehen hat, hat sie gesagt, Benjamin Blümchen, das Spiel zum Film will ich sofort spielen, oder? Und dann haben wir es gespielt und dann war irgendwie so, ist das alles? Und der Elias, der hat dann gedacht, nee, geht gar nicht so in die Richtung. Also es gibt ja noch eine Rückseite mit Linien. Aber dadurch wird das Spiel auch nicht besser, muss ich ehrlich sagen. Also wem es jetzt trotzdem gefällt, der kann natürlich hier zuschlagen und einen unserer Links benutzen. Da unterstützt ihr uns. Aber mir hat es nicht gefallen. Der Alina auch nicht, oder? Mhm. Schade. Obwohl man auch hier die Figur ein bisschen weiter nach rüber schieben kann. Aber ja, schnell gespielt. Ich weiß, wer Carla Kolumna ist. Die. Ja, die. Der Film war auf jeden Fall besser. Als der. Das ist die Frau als das Spiel. Das ist die böse Frau Zack mit den Männern. Das war Benjamin Blümchen. Ich mach's Otto. Schnell und zackig. Das war's. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, das Video, könnt ihr uns trotzdem einen Daumen nach oben geben. Jetzt sage ich aber tschüss. Macht's das gut. Ist Otto. Bis bald. Ja, das ist der Otto. Und ich glaube, auf dem Film hätte ich jetzt auch Lust. Das ist der Abenteuer.